Jetzt mit dem Muscle Cars. Jetzt fahren wir mit dem Chevrolet Camaro Double S. Oh, wir springen jetzt hier mal. Ah. Auf Platz 1? Gut. Diese Form musst du halten. Du stehst in der Rangliste auf Platz 1. Gehen wir schon mal runter hier. Und Gas. Gut. Ey, nein! Oh. Habe ich sämtliche Autoteile gerade verloren. Immer diese unsäglichen Strafen, ey. Ist gar nicht geguckt, ey, wo der lang geht, ey. Rein aus dem Gefühl gerade raus. Oder ich habe ja gewusst, dass es nach links geht. So. Sind aber immerhin Vierter. Trotz diesen Unfalls haben wir die viel bessere Zeit hingelegt. Eine Sekunde, 1,4 Sekunden Vorsprung. Nein, nicht jetzt nicht raus, echt jetzt nicht rausfliegen. Oh, jetzt haben wir ganz schön, haben wir jetzt Rechtsdrall. Wieder an der Stelle. Über die Curves gefahren, ey. So, so, das haben wir jetzt. Komm, komm, komm. Yeah, yeah. Achtung, mehrere Autos vor dir. Das ist ein Problem. Ich werde mich schon bei meiner Zeit nicht stören. So, sehr gut. Sehr gut die Kurve jetzt gemeistert. Yeah. Jetzt versuchen wir nochmal eine Bestzeit.
Naja, gut, lassen wir es lieber. Wenn wir schon 2 Sekunden drüber. Daran dürfte dein Event-Rivale ein Weilchen knabbern. Toller Sieg. Du bist toll gefahren, was man von deinem Teamkollegen leider nicht behaupten kann. Ja, es war ja Zirkelfahrlagerstrecke. Der Streckenverlauf ist sehr zentral gelegen. Okay. Der Teamwerder liegen mit 6 Punkten zurück. Aha, das ist die Strecke. Du bist im Moment auf Platz 1 der Fahrerwert. Qualified. So, ach so, das sind. Ja, okay. Silvia, ist ein ganz ziemlich gutes Auto. Hatte gerade dafür präsentiert, um damit Driftrennen zu machen. Und wir sind wieder über die Caps gefahren. Wie immer, ne? Ich soll richtig durchflitzen. So, jetzt haben wir schon die beste Zeit. Das heißt gerade bei 1,597, die wir unterbieten und doch nicht. Oh. Uiuiui. Der hat ganz schön viel verloren oder was? Der Zielgeraden. Nur Fünfter. Ja, also im ersten Sektor eine Bestzeit, die absolute Bestzeit. Ja, hoffen wir, dass wir jetzt nicht über die Krebs fahren. Okay, ja, jetzt sind wir jetzt Kummer. Ja. Ist auch bestes Rennwetter. Die Bedingungen sind optimal. Letzte Runde, mach schon. Mach schon. Was ist denn das? Warum verliere ich immer dermaßen viel Zeit auf der Zielgeraden? Hey, was ist denn das? Ich meine, zu langsam mein Auto. Krass, dass ich da echt zu viel verliere. Was? Ich war sogar noch langsamer als in der ersten Runde? Ja, kann man doch nicht sagen. Ey, krass. Wo soll ich denn das rausholen? Naja, du kannst vergessen. Das Ding ist durch. Das hat sich schon für mich erledigt. Boah, die scheinen echt richtig schnell zu sein.
Neunter bloß, neunter. Boah. Aber das Rennen ist ja jetzt erst. Du hast Startplatz 9 und unser zweiter Wagen geht vom 14. Startplatz ins Rennen. Na, jetzt haben wir endlich mal ein richtiges Rennen. Du musst dich von Nathan McCain platzieren, das schaffst du. Hoffen wir es. Und Qualifying habe ich ja keine Chance gehabt. Wir fahren ein sauberes Rennen. Ich versuche mal Kontakt zu vermeiden, möglichst. Versuche nur fair zu überholen. Man muss das eigentlich auch. Ja komm, dann müssen wir jetzt ja versuchen vorbeizukommen. Ja, jetzt nehme ich hier nur hoch. Genau, jetzt hier, hier. Na, nicht schade. Vier Runden. Na komm, jetzt müssen wir uns jetzt hier ranpressen. Den Honda NSS 2000. Jetzt. Jetzt. Oh, jetzt habe ich Schwung. Jetzt holen wir uns Schwung. Du musst schön Windschatten ausnutzen. Ja, komm, zieh dich ran. Saug dich ran. Du gehst im Hauptfeld in Runde 2. Ja, zieh vorbei. Sehr schön überholt. Nein. Hier mal zumachen. Keine Überholmöglichkeit geben. Super, komm mal wieder ran. Jetzt sind wir dran, ne? Zwei aus den einen Rennsteigen vor mir. Oh, auch vorbei. Na schade, sorry. Letzter war auch zurückweichen können. Ja, bin doch bei, bin ich dabei. Da war jetzt keine dolle Berührung, ich habe ihn nur leicht gestritten. Achter sind wir, Achter. Zu schnell. Na komm, fahr. Ich war schon an dir vorbei. Versuch mal bitte nicht so kontern. So schnell. Gut. Letzte Runde gleich. Jetzt haben wir noch einen Platz. Letzte Runde. Setz dich vom Hauptfeld ab. Müsste so ein Rennen mehr Runden haben, eigentlich. Weil wenn man jetzt so fährt, kann man gar nicht schaffen, in vier Runden alles zu überholen. Wenn man so fehlerlos und nicht wie so ein Sonntagsfahrer durchrusht hier. Und dann machen wir natürlich wieder zum Schluss der Runde wieder so ein Fehler. Aber wir sind Sechster geworden.
Intern hast du in der Fahrerwertung die Nase vorn.